Jo, was geht, Leute, und heute möchte ich euch darüber aufklären, ob man Fortnite auf der PS4 im 4:3 Format spielen kann oder auch nicht. In meinem letzten 4:3 Video hatten sich ja viele gewünscht, dass ich das Ganze auch mal für die PS4 mache, und daraufhin habe ich einfach mal auf YouTube so ein bisschen recherchiert, ob das Ganze überhaupt möglich ist auf der PS4, ob man wirklich eine gestretchte Auflösung in Fortnite auf der PS4 einstellen kann, damit man, wie gesagt, einige Spielvorteile besitzt. Und wie gesagt, daraufhin habe ich mich auf YouTube einfach mal ein bisschen umgeschaut, ob das Ganze geht oder nicht, und ich bin auf einen Entschluss gekommen, darüber heute einfach mal ein Video rauszuhauen und euch da einfach mal aufzuklären. Denn auf YouTube gibt es ziemlich viele Videos, Fake-Videos kann man dazu eigentlich sagen, die euch einfach was Falsches zeigen, euch irgendwie was Falsches übermitteln. Und deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, mache ich einfach mal dieses Video. Was ich mir jetzt noch von euch wünsche, ist, dass ihr das ganze Video an eure PS4-Freunde teilt, damit die einfach auch Bescheid wissen und einfach auf dem neuesten Stand sind, was Fortnite 4:3 auf der PS4 angeht. Und du weißt auf jeden Fall Bescheid, mit dem Tag FAR-Gaming, alles groß und zusammen, kannst du mich in Fortnite im Gegenstandshop bei Unterstützer ein Creator unterstützen, indem du einfach dort diesen Tag eingibst. Wie gesagt, FAR-Gaming, alles groß und zusammen. Und wenn du jetzt noch neu auf meinem Kanal bist, halt für dich sogar noch eine kleine Challenge. Und zwar schaffst du es in den nächsten 3 Sekunden, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wenn ja, dann schreib es mir doch einfach mal mit Hashtag Glocke aktiv runter in die Kommentare. Und jetzt will ich auch schon sagen, viel Spaß mit dem Video. Fangen wir an und let's go. So, zuallererst möchte ich euch nochmal sagen, dass das kein reines Tutorial-Video ist. Ich möchte einfach dem Ganzen auf die Spur gehen und euch da einfach auf die Sprünge helfen, dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst und nicht immer so mit dem Gedanken leben müsst, ob man jetzt auf PS4 4:3 Stretch spielen kann oder nicht. Ich möchte euch jetzt einfach mal aufklären über das ganze Thema, und dann wisst ihr auf jeden Fall nach diesem Video, ob das Ganze geht und wenn ja, wie das Ganze geht. Auf jeden Fall habe ich mir super viele Videos zu dem ganzen Thema 4:3 Format auf der PS4 angeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen, dass man auf der PS4, wie ihr euch das wahrscheinlich vorstellt, kein 4:3 Stretched-Format so spielen kann. Man kann zwar ein 4:3-Format spielen, aber das ist dann nicht die gestretchte Variante. Und das möchte ich auch ganz am Anfang hier von diesem Video angesprochen haben. Denn ich möchte jetzt hier in diesem Video nicht lang um den heißen Brei herumreden, sondern euch einfach mitteilen, so wie auf dem PC kann man 4:3 Stretched nicht auf der PS4 spielen, denn es funktioniert halt einfach nicht. Wie früher die 60 FPS Funktion, so funktioniert das Ganze mit 4:3 Stretched auf der PS4 auch nicht. Was aber, wie gesagt, funktioniert, ist ein 4:3 Format, aber das muss man auf jeden Fall vom Bildschirm bzw. vom Fernseher einstellen. Das geht jetzt über Fortnite so nicht. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall gleich mal zwei Varianten bzw. zwei Methoden, die anscheinend funktionieren sollen, damit man jetzt so ein 4:3 Format bekommen kann in Fortnite. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin davon nicht so überzeugt, weil es meiner Meinung nach keinen Unterschied macht wie auf dem PC. Also auf dem PC ist es ja ein ganz anderes Spiel, wie kann man dazu sagen, ein ganz anderes Spielfeeling, sag ich mal, mit 4:3. Ob das Ganze jetzt mit dem 4:3 Stretched so angenehm zum Spielen ist, muss jeder für sich entscheiden. Da kann ich euch jetzt nicht sagen, das schaut nice aus oder so. Ich feiere es extremst, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es gibt auch viele, die davon gefühlt Augenkrebs bekommen, einfach gar keinen Bock mehr haben zu spielen. Da muss sich jeder auf jeden Fall seine eigene Meinung bilden. So, aber wenn ihr wirklich 4:3, ein 4:3 Format haben möchtet, beziehungsweise wenn ihr einfach das normale Format von der PS4 ändern möchtet, gibt es eine Methode. Davon, wie gesagt, bin ich nicht ganz so überzeugt, aber bei der anderen, zu der kommen wir gleich. Bei der einen Methode muss man auf jeden Fall in die PS4-Einstellungen gehen, auf jeden Fall nicht in die Fortnite-Einstellungen, sondern auf die PS4-Einstellungen. Dort musst du auf Sound und Bildschirm klicken und Anzeigebereich und Einstellungen auswählen, und dort kann man entweder vergrößern und verkleinern, da musst du es so lang verkleinern, bis es nicht mehr geht, und so hat man auf jeden Fall einen kleinen Unterschied anscheinend. Ich habe es persönlich bei meiner PS4 nicht bemerkt, beziehungsweise bei der PS4 meines Bruders, weil ich ja selbst nicht auf der PS4 spiele, aber auf der PS4 meines Bruders habe ich mal ausprobiert und muss ganz ehrlich sagen, so einen großen Unterschied habe ich da nicht gesehen, wenn überhaupt einen Unterschied. Da muss es jeder für sich entscheiden, ob ihr da einen Unterschied seht oder nicht. Vielleicht liegt es nur an der PS4 meines Bruders, aber ich denke auf jeden Fall nicht, denn in den anderen Videos habe ich da jetzt auch keinen großen Unterschied erkennen können. Bei der zweiten Methode muss man was am Bildschirm bzw. Monitor einstellen, und zwar schnappt ihr euch einfach entweder die Fernbedienung, wenn ihr auf dem Fernseher spielt, oder ihr, also wenn ihr auf dem Monitor spielt, gibt es hinten so ein paar Knöpfe, und da könnt ihr einfach mal suchen, bis ihr zu den Bildeinstellungen gelangt. Auf dem Fernseher ist es meistens so, geht ihr auf Einstellungen, dann auf Bild, dann auf Einstellungen der Bildgröße, und dann könnt ihr auf jeden Fall bei Format das Ganze wählen und 4:3 anklicken. Das ist, wie gesagt, nicht gestretched dann so,
aber es ist ein 4:3 Format. Das hat den Vorteil, dass man das Ganze zentraler sieht, so, wisst ihr? Also ich ganz ehrlich spiele es nicht, weil ich auf der PS4 natürlich nicht spiele, aber ich habe es mal bei meinem Bruder eingestellt und der war fasziniert davon. Schaut natürlich nicht so nice aus, aber ich finde, jedes 4:3 Format bzw. jedes andere Format hat so seine Macken. Und wenn ihr das Ganze nicht feiert, so die Auflösung, dann müsst ihr es natürlich auch nicht verwenden. Das ist ganz klar. Aber wenn ihr das ganze Bild etwas zentraler haben möchtet, dann empfehle ich euch diese Einstellungen. Das ist nämlich so, wenn vor einem halt ein Gegner steht, ist das zentraler. Also ich kann es schlecht erklären. Das Ganze kann man auch schlecht erklären. Da muss jeder entscheiden, ob er das feiert oder nicht. Ob er da besser spielen kann oder nicht, I don't know. Das ist so die einzige Variante, die man so einstellen kann. Es gibt noch Zoom, also bei dem Format gibt es noch Zoom 1 und Zoom 2. Wenn ihr das einklickt, ist das Ganze gezoomt. Das ähnelt vielleicht noch eher an so einer Stretch-Variante, weil einfach alles ein bisschen größer ist. Aber Leute, ganz ehrlich, das ist jetzt eigentlich für mich, wäre das keine Option. Ich wollte euch heute auch nur in diesem Video etwas aufklären, weil viele mich gefragt haben, ob das überhaupt geht, ob das nicht geht. Und deswegen kam dieses Video mit zustande. Schreibt mal eure Meinung dazu runter in die Kommentare, ob ihr euch mal ein 4:3 Stretch-Format für die PS4 wünscht. Oder nicht, ob ihr das feiern würdet oder nicht, aber ich denke mal, ja, wenn ihr dieses Video geklickt habt. Das war es auf jeden Fall jetzt schon von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu frustriert. Das geht, wie gesagt, nur auf dem PC, so in dieser fetten 4:3 Stretch-Variante, die auch viele Pro-Spieler benutzen. Falls ihr aber irgendwie einen PC zur Verfügung habt in eurer Familie, vielleicht vom Vater, von der Mutter, ich weiß es auf jeden Fall nicht, aber immer noch auf der PS4 spielt, nur weil ihr am Controller spielen möchtet und nicht die Tastatur spielen möchtet, dann könnt ihr auch auf dem PC wechseln, beziehungsweise auf den Laptop dort mit euren Controller spielen. Das Ganze geht ja und da kann man dann doch 4:3 das 4:3 Format spielen mit dem Controller. Also das ist nice. Ihr müsst euch halt einfach einen PC holen und mit dem Controller einfach auf dem PC spielen und da kann man halt, wie gesagt, die 4:3 Stretch Variante spielen. Aber sonst so auf der PS4 kann man das Ganze nicht einstellen. Wie gesagt, die erste Variante ist halt einfach, dass man auf die PS4 Einstellungen geht, Sound und Bildschirm anklickt, bei Anzeigebereich und Einstellungen das Ganze verkleinert. Aber da, wie gesagt, bin ich jetzt nicht so der krasse Fan davon, weil ich da einfach nicht so einen großen Unterschied gesehen habe. Und bei der Fernbedienung, bei der zweiten Methode, in den Einstellungen vom Bildschirm bzw. vom Fernsehen, da könnt ihr dann einfach euer Lieblingsformat einstellen. Das ist nicht die Stretch-Variante, aber entweder das mit dem schwarzen Balken rechts und links oder dieser Zoom, von dem ich gerade geredet habe. Das sind so die einzigen zwei Möglichkeiten, dieses ganze Format auf der PS4 zu verändern. Falls ich einfach zu schlecht recherchiert habe, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich, wie gesagt, ich glaube, ich habe um die 30 Videos angeschaut. Deswegen denke ich jetzt nicht, dass ich hier falsch liege, aber falls ihr es besser wisst, dann schreibt es auf jeden Fall mal runter in die Kommentare. Aber das soll es jetzt auch schon mit dem Video gewesen sein. Check auf jeden Fall noch meine anderen Videos ab. Ich bringe ja auf meinem Kanal hauptsächlich so Skin-Combo-Videos. Check die gerne mal ab, das lohnt sich auf jeden Fall mega. Generell abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, falls du generell Giveaways nicht verpassen möchtest. Einfach nice Stuff rund um Fortnite. Und jetzt würde ich schon sagen, war's das mit dem Video. Haut rein und Peace!